Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Noada, ich grüße dich. Du hast dein Herzensmann. Ihr seid auch zusammen und du möchtest wissen, kannst du auf ihn vertrauen, ist er treu, bleibt ihr zusammen und das klären wir bei dieser Legung. Was verbindet euch, das zeigt hier dieses Bild. Hier erscheint zwar die Finanzen und sicherlich, das ist auch ein Thema, Geschäfte zu machen, Geld zu verdienen oder dieser finanzielle Hintergrund. Aber diese Karte hat eine symbolische Bedeutung und das zeigt die Werte, Wertschätzung. Diese Bindung, diese Beziehung, diese Liebe ist wertvoll, aber diese etwas Geld, das ist noch zu wenig Wertschätzung. Und du hast das Recht, Wertschätzung verlangen, Respekt von ihm verlangen. Und bedeutet auch, stehe zu deinen Werten oder erkennen, welche Werte hat diese Bindung. Deinen Gefühlen symbolisiert hier dieses Bild. Diese Krankheit kann natürlich auch Erkrankungen zeigen, aber die Karten haben symbolische Bedeutung und die Aussage ist, in dieser Liebe, in dieser Verbindung kränkt dich etwas. Und das heißt mit anderen Worten, du hast hier verletzten Gefühlen und brauchst Heilung, damit du seine Liebe verspürst, damit du dieses Vertrauen hast. Welchen Gefühlen hat er? Das zeigt hier dieses Brief. In diesem Brief kann man vieles schreiben und er kann seinen Gefühlen schön beschreiben. Er kann diesen Brief öffnen und zeigen, was steht in seinem Herzen geschrieben, oder er kann diesen Brief auch schließen. Und das zeigt manchmal seine Haltung. Er ist verschlossen und spricht oder schreibt zu wenig über seine Gefühle. Dieser Brief bedeutet aber auch Siegel. Auf dieser Liebe ist ein Siegel drauf. Und es ist schon Sicherheit und Stabilität und Vertrautheit. Er möchte dieser Liebe vertrauen oder er will dich auch vertrauen. Dieser Brief bedeutet auch Dokument. Und wenn bei Liebesbeziehungen über Dokumenten spricht, heißt Vertrag, Heiratsantrag. Also damit kannst du rechnen, dass mit dieser Zeit von ihm eine Verlobung, ein Heiratsantrag kommt. Wie könnte ich deinen Gedanken beschreiben? Das zeigt hier diese Falschheit. Entweder denkst du, dass er falsch ist und betrügt dich, oder hast du falsche Gedanken bezüglich auf ihn, bezüglich auf diese Liebe. Und wenn hier Misstrauen da ist oder falsche Gedanken, weil du ihm nicht vertraust, weil du denkst, er ist falsch und betrügt dich oder er behandelt dich falsch und hast du hier verletzte Gefühle, natürlich entsteht dann eine gewisse Zweifel. Zweifel an ihm, Zweifel an dich selbst,
zweifeln an dieser Liebe. Was sind seine Gedanken? Und das beschreibt hier die Gedanken. Das heißt, er macht viel zu viel Gedanken über dich. Er macht viel zu viel Gedanken über diese Liebe. Das Problem ist, dass er das nicht sagt. Und was kannst du tun? Das zeigt hier die Beständigkeit. Entweder vertraust auf seine Liebe, vertraust ihn und so kommt diese Beständigkeit, oder brauchst du noch Zeit, bis er dir dieses Gefühl gibt, dass ihr beide eine stabile Partnerschaft lebt, und dann kommt diese Beständigkeit und auch dieses Angebot, dieses Dokument über eine Heirat. Deine Frage war, ob er treu ist. Diese Karte gibt die Antwort. Ja, er ist treu. Du hast zwar was gefunden bei ihm, was ein Hinweis ist, dass er Damenbesuch hat. Ja, entweder ist es wirklich so, dass jemand war bei ihm, oder macht er absichtlich. Wo ich das gelesen habe, war bei mir dieses Gefühl, er hat es absichtlich dahingestellt, damit du das findest und reagierst. Und wenn du reagierst, dann weißt er, du hast Gefühle für ihn. Weil, wenn das nicht so wäre, dann würdest du nichts sagen, dann würde das für dich egal sein. Das zweite Punkt ist, wenn er wirklich fremdgegangen wäre und dich betrogen hätte, dann würde diese Sachen aufräumen. Da kannst du sicher sein, dass in diesem Fall würdest du da nichts finden, weil die Männer sind auch vorsichtig. Also das war nach meiner Meinung nach absichtlich. Vielleicht hat er es selber gekauft und dahingestellt, damit du das findest. Und die Zukunft zeigt diese Karte. Du kannst mit Überraschungen rechnen. Etwas Unerwartetes kommt auf dich zu. Und das ist erfreulich. Ich befrage jetzt meinen Pendel. Ist er treu? Ja. Nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er ist treu. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er ist nicht treu. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet er neigt dazu, aber ist unsicher, oder wir sollen diese Frage nicht stellen. Ist er treu? Die Antwort ist ja, er ist treu. Liebe Noada, so könnte ich diese Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.